Hallo meine Lieben! Herzlich willkommen zu einem neuen Food Hall. Ja, erstes Food Hall. Yay! Und auch das erste Mal, wo wir richtig einkaufen gehen nach Feiertagen. Nach Weihnachtseinkauf. Also nein, Silvester haben wir auch eingekauft. Silvester, ja, aber das war auch nicht so richtig. Wir haben immer so ein bisschen eingekauft. Genau. Und es war jetzt ein richtig großer Einkauf. Wir haben nämlich 300 Euro fast ausgegeben und wir waren heute bei einem Lidl. Wir waren schon mega lange nicht mehr beim Lidl. Sehr, sehr selten. Wenn wir gehen, dann gehen wir wirklich sehr selten. Also, wir zeigen euch alles, was wir beim Lidl heute eingekauft haben. Und legen wir los. Wir haben den Hunden Futter gekauft. Wir machen jetzt mal so einen kleinen Wechsel. Wir wechseln mal immer das Futter. Und jetzt haben wir das vom Lidl gleich mitgenommen. Haben wir gedacht, wir probieren das mal aus. Auf jeden Fall ist das mit drin. Da haben wir 6 von den großen mitgenommen. Dann haben wir hier, was ist das? Reich an Herz und Geflügelleber mit Zink. Da haben wir auch 6 genommen. Eine Dose hat 800 Gramm übrigens. Und dann haben wir Reich an Huhn mit Vitamin D3. Auch 6 Stück. Für den Pifi haben wir natürlich auch was eingekauft. Baba kann das was jetzt nicht holen. Das ist gebrochen. Ja, au! Entschuldigung. Bricht mein Arm hier. Auf jeden Fall haben wir Koshida gekauft. Koshida? Das ist ein japanischer. Koshida? Ja, genau. Einmal mit Rind, also er hat verschiedene Sorten mitgenommen. Dann mit Seelachs. Die Kinder im Hintergrund, hörst du auch? Ja. Nö. Mit Huhn. Die Leute wissen doch, was wir 5 Kinder haben. Also das ist ganz entspannt, das oder? Sein. Ja. Mit Huhn und Wild. Ja, das ist aber immer für den Pief. Und für den Pief haben wir dann auch nochmal sein Lieblingsfutter, was er schon kennt. Koshida! Alle Leute, die Kopfhörer tragen. Sorry. Auf jeden Fall sein Lieblingsfutter, Felix, Corina. Was ist das? Gemischte Vielfalt in Gelee. Da gibt es mehrere Sorten. Rind, Huhn, Lente. Dann haben wir hier Truthahn, Karotte. Also mit Gemüse und so. Reis, Lachs, Thunfisch, Sardinen und Garnele und Scholle. Ja, der Beef mag auf jeden Fall das mit Gelee. Es gibt, von Felix gibt es auch welche mit Soße oder in Soße, aber diese mit Gelee mag er am liebsten. Deswegen kaufen wir diese immer. Machen wir mal gleich die Tiefkühlsachen, damit wir die schnell wegräumen können. Sonst schmilzt alles hier. Wir waren ja beim Lidl einkaufen und da gibt es echt coole Sachen, die es beim Hofer nicht gibt. Deswegen fanden wir das so richtig spacig und cool. Und dann werden wir auf jeden Fall bald wieder hingehen, weil das war richtig spannend. Weil beim Lidl gibt es nämlich Curly Fries. Voll cool. Gibt es ja beim Hofer nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Nein, Wedges, Kroketten, so normale Kartoffeln oder Pommes, aber keine Curly Fries. Und ja, da wir jetzt uns hier wieder einen Airfryer geholt haben, da kann man sehen, dass hier so Backofen, Fritteuse und auch Airfryer drauf gezeichnet ist. Und im Airfryer hat man das echt schnell gemacht. Aber also das richtig ist neu, fix. Gell, mit Airfryer? Ja, ein paar Monate gibt es, glaube ich, schon mittlerweile. Ich habe immer so nach Pi mal Daumen. Ja, so wenn es bis fest war. Okay. Weil Lidl hat echt coole vegane Sachen, viele vegane Sachen, also viel mehr so als der Hofer überhaupt. Breite Auswahl, ich hätte nie gedacht, dass es ja hat. Also wir sind jetzt keine Veganer, aber ich fand es cool, dass es halt so gibt und deswegen, also von der veganen Abteilung der Baba, als ich Eis mitgenommen, einmal Kokosnuss-Karamell und Kokosnuss, warum mag ich so gerne Kokosnuss? Ich mag jetzt die vegane Schokolade nicht so gerne, weil das ist mir ein bisschen zu bitter. Ich mag Schokolade, also mehr Vollmilchschokolade, wenn nicht sogar Kinderschokolade sein, also ich bin ja am liebsten. Und Iglo-Fischstäbchen haben wir auch mitgenommen. Das ist ein richtiges großes Vorteilspack. Wir müssen sowieso immer 2 Pakete kaufen. Wenn ja, das sind 2 Pakete. Und das sind 2 Pakete, ja. Dann haben wir 2 Pannen Chicken Nuggets. Die kaufen wir tatsächlich echt immer jetzt. Es hat ein Abonnent, der hat uns das geschrieben, wir sollen die mal probieren. Und seitdem, das ist wirklich gut. Also müsst ihr wirklich probieren. Schmecken fast wie die von McDonald's. Richtig. Die Soßen finde ich jetzt nicht so gut. Also wir mögen keine Curry Dip und zu sauer. Aber das ist ja egal. Fleisch haben wir dort auch eingekauft. Wir haben erstmal hier so ein faschiertes. Der Papa hat so ein Kilo gleich mitgenommen. Der möchte morgen nämlich so faschierte Leibchen kochen. Das haben wir, glaube ich, schon öfters gesagt in Schildholz. Das essen wir am liebsten, wenn wir faschiertes kaufen. Mit Püree schmeckt wunderbar. Oder Pommes. Dann hat der Papa auch so 2 Pakete vom Händel Brustfilet mitgenommen. Also einmal 500 Gramm. Und nochmal 500 Gramm, also ein Kilo. Dann hat der Baba auch so Schweinebauch gekauft. So witzig ist Schweinebauch in Streifen. Ja. Also
hier davon hat er 3 mitgenommen. Die mache ich im Backofen mit Kartoffeln und Thymian. Das schmeckt wirklich krass, echt. Also. Wir waren hungrig einkaufen, zur Information, nur damit ihr Bescheid wisst. Dann hat der Papa auch noch sein Gulaschfleisch mitgenommen. Das ist Schweinefleisch, weil Rind haben wir schon noch zu Hause. Genau. Und ja, Schwein hat uns noch gefehlt. Damit kocht der Papa meistens Reisfleisch. Reisfleisch oder muss ich mal überlegen, vielleicht mache ich einen Kartoffelgulasch mit Schweinefleisch. Okay. Dann haben wir auch. Oh, keine Kraft. Was Süßes zum Trinken mitgenommen: Eistee Pfirsich. Genau. Pfirsich von der Marke Panna. Die Marke gibt's. Aber gleich ein bisschen flexen, diese Mucki. Ich bereite mich für so was vor. Ah, so am Strand. Aber was ist mit das? Du musst mit dem Waschbären. Ich habe Bauchfleisch gekostet. Damit das größer wird und die Mucki. Ich trainiere auch Bauchfleisch, aber anders. Weiter geht's mit Lavazza. Unser Lieblingscafé mittlerweile. Also hat sich irgendwie so kristallisiert. Dann haben wir mal im letzten Urlaub, oder? Wo wir waren in Italien, genau. Haben wir den gekauft. Und. Seitdem kaufen wir den eigentlich immer, weil wir den jetzt auch hier gefunden haben und deswegen, der ist auch recht gut. Genau, und wisst ihr was, also beim Lidl hat es 10 Euro eine Packung gekostet und beim Billa Plus kostet, glaube ich, über 15 Euro. Echt? 15 oder 17 Euro. Oder ist das Standardpreis? Beim Lidl ist es immer in Aktion, also wenn es gibt, dann kostet 10 Euro, aber es gibt dann wieder lange Zeit nichts mehr. Apropos Kaffee. Aber 10 Euro ist schon ein Schnäppchen, also beim 2 Packen gehen, hast du 10 Euro gespart, also wieder eine Packung. Krass. Das ist gratis. Dann haben wir Müllsäcke gekauft, also der Papa zumindest. Er hat hier 35 Müllsäcke mit Zugband. Ich bin den Müllmann zu Hause, also ich trage den Müll. Das riecht nicht, oder? Nein, nur das. Das stimmt doch gar nicht, ich schmeiß auch den Müll raus. Okay. Wenn ich ihn gerade sehe, dass er voll ist, dann haue ich ihn auch weg. Aber meistens stimmt schon, ist Papas Aufgabe. Und dann hat der Papa das hier mitgenommen für das Badezimmer. Und zwar so 10 Liter Säcke und die haben eine Rose abgebildet, weil die riechen tatsächlich nach Rose. Echt cool, ja? Aber das hilft nichts. Also wenn da eine Kackawindel drin ist, dann... Na, da ist eine geschissene Rose. Dann hilft es nichts. Aber natürlich ein bisschen dämpft es halt ein. Aber so richtig überdecken tut es den Geruch jetzt nicht. Dass du Na, sagst, das so, dass es ganz fresh Na, riecht. Das muss schon Rosenblätter reinhauen. Nicht mal das. Dann hat der Mama natürlich auch Bohnen gekauft. Jedes Böhnchen macht ein Tönchen. Das sage ich jedes Mal. Ja, also wenn wir das essen... Ich hoffe, dass wir keine Gäste bekommen. Keinen Besuch. Nein, aber der Papa, was hast du denn gekauft? Einfach zum... Und zum Snacken. Zum Gas geben. Gas geben. Dann haben wir beim Süßkram in der Kühlabteilung auch zugeschlagen. Also der Papa hat das gesehen und hat das mitgenommen. Das ist ein Monte mit so silberner Folie, wie ihr seht. Weil das ist mit weißer Milchcreme. Also nicht mit so normal, was gibt es da... Haselnusscreme, sondern das hier. Milchschnitte haben wir auch mitgenommen. Und beim Lidl finde ich das so cool, dass Milchschnitte gleich im 10er-Pack ist. Gibt es ja beim Hofer nicht. Da ist es ja immer im 5er-Pack und zusammengeschweißt. Stimmt. Und beim Lidl kann man das in diesen Karton kaufen. Aber ich finde es eigentlich besser so, weil auch beim Transportieren werden die nicht zerdrückt. Beim Lidl gibt es immer so coole Müller-Milch-Ecken, Joghurt-Ecken. Und da habe ich das hier mitgenommen. Das ist mit Tom und Jerry. Auf jeden Fall sind da Butterkekse in der Ecke drinnen. Da findet man eine Maus drin oder was? Hoffentlich nicht. Und Himbeerjoghurt. Und das andere hat auch lecker ausgesehen. Da war es noch irgendwas mit Naturjoghurt, glaube ich, und Schokokeks. Aber ich wollte nicht Naturjoghurt nehmen, weil dann Kinder sagen, nee, das schmeckt nicht so gut. Und dann habe ich Himbeerjoghurt genommen. Und Maxi-King. Maxi-King. Die Michelle und der Papa sind die einzigen, die Maxi-King essen, glaube ich. So, dann haben wir noch einen Joghurt für Kühlschrank. Für Kühlschrank, alles klar. Papa hat sich einen Joghurt gekauft. Der Papa ist unser Joghurtesser, der mag so gerne so Naturjoghurt. Und wenn es natürlich im Glas ist, dann mag er es noch mal viel lieber. Deswegen kauft er das ganz gerne. Also auf jeden Fall Naturjoghurt. Aber schade, dass es pfandfrei ist und nicht... aber es sind mehr. Alle sind so. Ja, aber das stimmt immer. Also in meiner Zeit war alles... aber ich glaube, früher hat man sich da mehr drum gekümmert, weil noch nicht so viel Glasproduktion. Aber schon mal besser ist es für einen Schritt zur Verbesserung, sagen wir so, anstatt Plastik im Glas. Da kann man richtig cool recyceln. Milch haben wir auch gekauft, auch in einer Glasflasche. Normalerweise kaufen wir die immer beim Billa Plus und da ist es in einer Pfandflasche drinnen. Genau. Aber das ist die einzige Milch, die in einer Pfandflasche ist. Diese also, von ja, der vom also Rewe-Konzern, ja. Ja. Ich habe auch Topfen mitgenommen, weil ich einen Oreo-Käsekuchen machen möchte. Die Kinder lieben den und wir auch.
Deswegen habe ich das mitgenommen. Ich habe aber auch noch mehr Zutaten für dieses Rezept. Deswegen zeige ich dann gleich. Dann haben wir noch zwei Packungen Gnocchi gekauft, weil ich möchte zum Mittag mal Gnocchi mit Schinken kochen. Und ja, das schmeckt uns alles sehr gut. Deswegen zwei Packungen. Mit Sahne, oder? Ja. Und der Mama sagt immer Gnocchi. Man sagt aber Gnocchi, oder? Nein, das G ist stumm. Sag's doch mal. Gnocchi? Ja, Gnocchi. 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 Und dafür verwende ich dann natürlich vegane Sahne, also Papa-Creme. Der Papa mag nämlich überhaupt keine Sahne. Wenn er sieht, dass ich irgendwas mit Sahne koche. Das Problem ist beim Sahne, wenn ich mit Sahne esse, dann habe ich so einen Bauch und. Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen Laktose. Unangenehm. Also eine leichte Laktoseintoleranz, oder? Ja. Einen Apfelmus mitgenommen. Übrigens gibt es beim beim Lidl ganz viele Bio-Produkte mittlerweile. Das hat es ja früher nicht so gegeben. Aber der also, Lidl hat. Ich bin auch total begeistert vom Lidl. Also was beim Lidl zu kaufen ist, das ist unglaublich. Der hat gut nachgeholt, finde ich. Also klar. Zu seinen Konkurrenten. Und was ich noch sagen muss, heute beim Einkaufen wurden wir sogar von Mitarbeitern begrüßt mit Guten Morgen. Und auch die Kassiererin war so entspannt. Und, aber sehr angenehm. Der Lidl. Lidl ist bei uns Arbeitgeber Nummer 1 oder so, ich glaube genau, oder? Es steht immer so draußen, dass Lidl angeblich ein guter Arbeitgeber sein soll. Und vielleicht deswegen, dass das Arbeitsklima gut ist, sind die Leute freundlich. Ja, war auf jeden Fall richtig nett, was ich eigentlich sagen wollte. Also Bio und ich habe den Apfelmus mitgenommen, weil ich so Lust auf Kaiserschmarrn habe. Und ich finde, Kaiserschmarrn schmeckt urgut mit Apfelmus. Dann haben wir noch zwei Packungen Chow Mein Nudeln. Chow Mein, ich weiß nicht, wie man Chow Mein. Chow Mein. So chinesische Nudeln. Ja. Wir haben jetzt kein Gericht im Kopf, aber auf der Schnelle kann man wirklich ein tolles Gericht machen. Aber wir machen immer das selber. Ja. Hühnerfleisch machen wir rein, Karotten, Paprika. Zucchini. Zucchini. Manchmal kaufen wir auch Sojasprossen. Genau. Dann natürlich auch die herkömmliche Spaghetti. Also das darf auch zu Hause nicht fehlen. Ja. Ja, mal mit Käse, mal mit Fleisch, also Bolognese-mäßig. Genau. Ich hau das auch in der Suppe rein. Ach klein, so? Gebrochen. Ne? Und dann für die schmutzigen Tage auch natürlich etwas Waschmittel. Wir haben jetzt aber leider nur für weiße Wäsche gefunden, also für helle Wäsche. Ich wasche ja nicht. Also ich wasche immer dunkle Wäsche und helle Wäsche. Und für helle Wäsche haben wir was gefunden, aber es gab nichts für bunte. Nachdem wir so viel gegessen haben, brauchen wir natürlich auch Servietten fürs Mund abwischen. Ja, wir haben so einen lustigen Dinghalter vom Ikea, wo wir die Servietten hinstellen, haben wir immer am Tisch stehen. Und der Pief, unser Kater, der verwendet das als Polster. Ja, er legt den Kopf drauf oder er kämpft manchmal mit den Servietten, dann hält er sie und dann tritt er sie so. Und dann eigentlich, für was hast du das gekauft? Für uns oder für den Pief? Achso, für den. Dann haben wir natürlich auch fürs Auto etwas Frostschutzmittel für die Windschutzscheibe. Ja, es ist ja jetzt noch die Saison, wo es draußen schön gatschig ist. Und ganz praktisch beim Lidl hat dieses Hals, dieses Zapfel da. Und kannst ganz leicht da reingießen, weil bei der anderen ist nur der große. Und wenn du jedes Mal reingibst, die ganze Motor nass oder du brauchst einen Trichter. Ja. Ich habe immer gebastelt aus einer Plastikflasche, aus 2 Liter Flasche. Stimmt, voll dumm. Der Papa hat eine Mango mitgenommen, Papa und Michelle lieben Mango. Es schmeckt so gut, aber unglaublich. Ich liebe Mangos. Also habe ich schon öfters gesagt, aber ich kann mich immer wieder wiederholen. Ich finde, Mango schmeckt so seltsam, einfach nach Karotte. Na. Und Pfirsich irgendwie, da doch. Ein bisschen Karotte schon, ja. Himbeeren haben wir gekauft. Für? Ja, für die Jausenboxen der Kinder. Die mögen so gerne Himbeeren, die Mädels. Und deswegen habe ich, Himbeeren gekauft. Und dann habe ich auch noch Heidelbeeren gekauft, weil ich möchte Muffins auch für die Lunchboxen backen. Das habe ich eh auch in meinem Lunchbox-Video gemacht. Dann haben wir natürlich eine Kiste Orangen, Clementinen, oder? Mandarinen. Also. Ich finde es, im Winter gehört dazu, also im Winter ohne das ist wie Sommer ohne Schwimmen. Unglaublich, also das erinnert mich sehr stark an meine Kindheit auch. Mhm. Ja, Orangen im Winter, das war cool. Ja, und deswegen hat der Papa, auch eine Packung, nein nicht eine Packung, mehrere. Eine Kiste, ja. Ja, Kiste, aber auch Orangen, hast du auch gekauft. Ich weiß, warum du das hast. Mich verbindet aber auch mit Rumänien Orangen. Weil früher gab es in dieser Ceausescu-Zeit nichts anderes außer Orangen. Nein, nicht die Ceausescu-Zeit, das war in den 90er. Vor Ceausescu gab es nichts. Komisch. Ich habe meine erste Banane in 1990 gegessen. Orangen. Ja?
krass. Aber ich auch. Ich habe auch zuerst 1990 gegessen, als wir nach Österreich gekommen sind. Und das war ja so wie halt Schmuggelware, irgendwie Bananen und Orangen. Das hast du das nur mit Bezügen kaufen können, wirklich. Voll krass. Ey. Und die Bananen waren richtig grün. Und mein Vater hat immer auf das ist zur Kommunismuszeit. Ja, der hat auf den Schrank oben gelassen, bis die gelb geworden sind und dann haben wir es gegessen. Und dann haben wir, also die Orangen haben wir auch als Weihnachtsgeschenk. What? Krass, oder? Mama! Der Weihnacht war was, nicht zu mir. Weiter geht mit. Weintrauben. Ich habe den Mädels kernlose Weintrauben gekauft. Die mögen das total gerne. Und dass ich so ein bisschen Abwechslung in die Lunchboxen reinbringe, habe ich halt, wie gesagt, auch Weintrauben gekauft. Dann wechsle ich das mit Himbeeren oder auch Bananen. Also unsere kleinen Affen mögen Bananen. Wenn wir sowas kaufen, dann ist das innerhalb ein paar Sekunden manchmal richtig weg. Also wenn du sagst, Bananen, jeder nimmt sich eine, dann ist das war schon schnell mal weg. Und, aber ist mir lieber, bevor die da irgendwie vergammeln oder so. Dann habe ich auch so diese süße Verpackung von Jawohl. Äpfel gesehen. Da sind so kleine Affen drauf. Schaut mal. Erinnert mich an den Papa. Nein, auf jeden Fall sind da so kleine Äpfel drin. Und ja, wie gesagt, für die Lunchbox der Mädels, der Kinder, überhaupt, ja, bisschen Obst. Obst ist im Haus. Ja, wie man sieht, wir haben Obst im Haus. Und eine Rugby. Honigmelone. Haben wir auch gekauft. Die Kinder mögen das total gerne. Also alle, von klein bis groß. Ja, das heißt Nachspeise, nachdem man gegessen hat, das ist so erfrischend. Bierencheese. Also zwei Bieren habe ich auch für die Mädels mitgenommen. Die mögen halt, ja, auch für die Lunchbox oder so. Zum Nachmittagssnack aufgeschnittene Bierchen. Lecker, oder? Ja. Dann haben wir Zwiebeln gekauft. Kochen und so, brauchen wir immer Zwiebeln, ne? Zwiebeln gibt dann das... Ja, voll schnell weg. Bist ein Schnelldreher. Dann hat der Papa hier so Suppengemüse genommen, mitgenommen. Ja, Papa ist unser Suppentiger. Ja, aber nicht nur, das verwende ich auch bei gewissen Gerichten. Das muss zu Hause sein. Ich glaube, das gehört einfach sowas wie Zwiebeln, Suppengemüse. Das hat, glaube ich, jeder zu Hause. Dann Gürkchen. Dann zwei verschiedene Gürkchen. Ja, also einmal für die Jausenboxen der Mädels, der Kinder. Da backe ich so ein Gürkchen, das wird geschnitten. Und für uns so am Wochenende, wenn wir so gemeinsam frühstücken, dann gibt es dann auch Gürkchen. Ja, den habe ich gekauft eigentlich für Schnitzel mit Salat. Aha. Und das gehört dazu, also Tomaten, Gurke. Tomaten haben wir schon zu Hause dabei. Den habe ich nicht mehr gekauft. Den haben wir letztens schon gekauft, ja. Dann? Dill. Weil ich habe ja gesagt, der Papa möchte... Das heißt Dille. Nein, das ist Dill. Papa hat gesagt, er möchte mit verschiedenem Fleisch diese Fleischbällchen kochen, deswegen haben wir... Oder hat er so ein Paket Dill mitgenommen, weil das... Das gehört dazu. Die rumänischen faschierten Leibchen sind fast ähnlich wie die deutschen, österreichischen. Außer zwei Unterschiede sind... In österreichischen Rezept sind Zwiebel und Petersilie. Aber das andere bleibt alles gleich. Also Brot, Ei und Fleisch. Okay. Also bei uns in rumänischen ist halt Knoblauch und Dill drin. Genau, anstatt also den anderen. Im Balkan ist sehr viel Knoblauch, vor allem in Rumänien, Vampiren. Ist das? Paprika habe ich auch mitgenommen. Ich habe hier so zwei Bio-Paprikas für die Mädels, für die Lunchboxen gekauft. Einmal gelb und rot. Grün isst eh keiner gerne, deswegen. Dann haben wir auch Kartoffeln gekauft. 5 Kilo Sack. Wir müssen immer so einen großen nehmen. Es gibt auch immer so kleine und so, aber mit dem. Das ist einmal weg. Das ist eh nicht einmal, oder? Kommen wir mit einer Mahlzeit mit so einem? Also mit, ja, 1,5 Kilo, 2 Kilo kochen wir auf einmal. Ja, aber das wenn wir dann viele. Zweimal die Woche dann Kartoffeln essen, genau. Dann tschüss. Und dadurch, dass wir für die ganze Woche kaufen, ja, genau. Muss schon ein bisschen mehr sein. Und mit, wir kommen eh mit dem ein bisschen länger aus, oder? 5 Kilo? Ja, manchmal eine Woche, zwei Wochen. Es kommt drauf an. Ja, also so. Eine siebenköpfige Familie, die verdrückt schon ordentlich was in der Woche. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine, wir haben ja 3 Mädels. Ich habe mir das schon öfter die Frage gestellt. Was ist, wenn wir anstatt diesen 3 Mädels nochmal 3 Jungs gehabt hätten? Wir wären lost. Sicher 500 Euro in der Woche. Weil wenn ich schaue, was der Patrick ist an der Masse und der Philipp, die essen ja voll sehr gut. Wir stehen aber, wir hätten nur Jungs. Ja. Wir hätten nur Jungs gehabt. Ja, aber ich meine, also vom Budget her. Anstatt 200 bis 300 Euro die Woche, gibst du mal locker 500 Euro die Woche. Ja, stimmt. Neo Bites oder Bits, wie die heißen. Das ist, gib mir ein Bit. Bits. Wieso heißt das so ein Bit? Ja, das ist wahrscheinlich vom Biss klein, weil es klein ist. Ein Bits. Bits. Auf jeden Fall, das sind so diese Kissen. Ich glaube, das gibt es immer so mit Haselnuss, oder? Haselnusscreme. Der Patrick isst ja total gerne. Ah ja, und das stimmt. Neo ist ja diese Fake-Oreo-Marke von Lidl. Und da habe ich ihm das mitgenommen, weil er mag ja total auch gerne Oreo. Und dann habe ich gedacht, das wird sicher schmecken, diese Kissen. Wieder, wie ich mal wieder schmecken.
Wir haben ein Sonnenblumenöl gekauft. Wir kaufen immer Sonnenblumenöl. Und ich finde 2 Liter. Diese Flasche ist so süß. Das ja, ist, ist praktisch. Ja. Man hat so eine Halterung. Aber ziemlich nervig, oder? Nicht nervig. Siehst du? Kleingedruckte. Kleingedruckte? Also du magst immer... Ja, zeig mal, was hast du denn da genommen? Dann habe ich mir mal gekauft Ziegenkäse. Also ich liebe Ziegenkäse und Ziegenjoghurt, alles was deswegen mit Ziegen zu tun Ziegige. Hat. Ja. Deswegen bin ich so zickig. Zickig? Ja, also ich bin gespannt, wie das schmeckt. Ich frage mich, was das Rote drauf ist. Vielleicht ist es... Von Paprika? Ich weiß es nicht. Mit Ziegenkäse, also mit Ziegenkäse. Aber schaut definitiv sehr, sehr lecker aus. Ja, da steht... Ich werde es nachher berichten. Kurkumin in der Rinde. Ja. Deswegen ist es rot. Kurkumin ist ja... Achso, das ist von Flöhe, gell? Ah ja, stimmt. Ja. Das ist Flöhekäse. Stimmt, weil für diese rote Farbe zu bekommen, mussten sie dafür dieses Flöhe oder Läuse... Zermatschen. Ja, pulverisieren. Lecker. Also, dann als nächstes haben wir... Ungarische Salami, die habe ich für die Lausen. Lausen. Für den Lausenbox. Ich bin zu viel im Lausflow-Game jetzt. Auf jeden Fall für die Lausenbox der Kinder, die Michelle isst gerne Salami, deswegen habe ich hier Salami mitgenommen. Dann, weil die vegane Abteilung so groß ist bei der Lidl, gab es auch sowas Cooles. Und zwar veganen Schinkenspicker mit Schnittlauch. Das ist neu, das kenne ich gar nicht. Genau, ich war wieder schmeckt. Weil wir haben es immer mit normal oder mit Paprika, oder? Oder? Ich glaube nur mit Paprika, aber das hat es früher nur, oder früher, also ja. Beim Rewe. Nur beim Rewe, ja. Deswegen habe ich das mitgenommen, auf jeden Fall, ja. Wir sind keine Veganer, aber nur mal so wieder zum Snack. Ja, schauen wir mal. Vielleicht schmeckt uns und dann, ja. Ja, da passt halt das jetzt nicht so gut dazu, aber das ist nicht vegan. Ich entschuldige mich. Ja. Und alle Veganer da draußen wahrscheinlich eh nicht unsere Food Halls sehen, weil sie sich nicht mit uns identifizieren können. Ja, das ist... Kümmelbraten. Hat der Baba sich mitgenommen? Hm. Das ist mir wirklich sehr gut, tut mir leid, aber... Tut mir leid, aber schmeckt halt super gut. Lieber Klein. Knoblauchspeck hat sie der Baba auch mitgenommen. Und Beinschinken für die Jausenbox. Aber wieso heißt das Beinschinken? Aber Schinken auf die Beine? Vielleicht ist es vom Bein. Oder ist es eh nur gepresst, oder Schinken? Das ist alles nur... Vielleicht, weil es halt so wie ein Oberschenkel ausschaut oder so. Ich weiß es nicht. Fleisch ist ja zusammengepresst mit irgendeinem Pulver und dann... Ach so? Ergibt es so. Ja, sicher. Dein Papa hat doch früher Speck gemacht, oder? Ja. Ja. Dann müsstest du es eh wissen, oder? Wie Speck gemacht ist. Ja, so vom Bauch. Aber das kannst du nicht von keinem Schwein kriegen. Es gibt keinen runden Schwein, der so... Also, die Schweine sind eckig, oder was? Aber wie viel Fleisch hat der überhaupt drauf, dass du sowas daraus schneiden kannst? Vielleicht vom Bein, weil es Beinschinken heißt. Vielleicht gibt es irgendwo ein Fleisch. Der hat Telepathitis oder was? Wieso? Schweine sind doch so rund und so saftig. Das ist von Arschbacke. Ja, das kann stimmen. Du müsst aber Arschschinken heißen, also nicht Beinschinken. Vorschinken. Also, weiter geht's mit Würstel. Naja, Würstel sind es keine. Es sind Salamistangen. Also so Cavanossi, so heißt das. Ja, okay. Cavanossi. Aber was sagt Würstel dazu? Weil es immer in der Übersetzung vom Rumänischen Würstchen. Ja. Krnaz, oder? Ja. Krnaciori. Nein, heißt auch nicht Krnaciori. Aber bitte. Ja, die heißen so Knabberstange. Cavanossi heißt es. Cavanossi. Okay. Aber das sind halt Pausenstange. Einmal normal, also nein, Entschuldigung, zweimal normal und einmal scharf. Und da ich so eine Bratkartoffelpfanne machen möchte, habe ich auch Cavanossi gekauft, so dazu geschnitten, Scheibchen. Mega lecker, aber gesagt, nein, das ist so fettig, aber das ist so yummy. Ja. Dulano. Ich habe so einen Kochschinken gekauft für die Kinder zur Jause, da ist so viel Schinken dabei und so ein Paket müsst ihr euch vorstellen, wenn ich für 4 Kinder Lunchbox mache, weil der Philipp braucht ja noch keine. Es geht sofort weg, ratzfatz ist das. Soll ich nicht, kannst du nicht sagen. Ja. Dann hat er aber auch Frankfurter mitgekauft. Ich weiß, ihr Deutschen sagt dazu Wiener. Und jedes Mal muss man so drüber lachen, wie lustig ist, dass die Deutschen dazu einen österreichischen Stadt benennen und wir in Österreich sagen dazu eine deutsche Stadt. Wie crazy ist das? Ich habe einen Baby-Frankfurter, einen Mini-Frankfurter. Wo ist das sie versteckt? Also, weiter geht's. Also, die Frankfurter haben wir gezeigt? Haben wir was gesagt? Hast du mir was zugehört? What? Papa, auf der Suche. Wo haben wir die Frankfurter gekauft? Ja, ich will Hot Dogs machen. Für Hot Dogs, ja. Und ich esse ab und zu so am Fernsehen. Ja, habt ihr nicht so ein Naschzeug aus Fleisch zu Hause? Ich liebe das beim Fernsehen zum Naschen.
Ja, man bedenke, der Papa hat auch versucht, mal Veganer zu werden. Er hat genau 3 Tage ausgehalten. Ja, so zwischendurch ist okay, aber komplett zu sein ist schwierig. Aber ab und zu ist nicht schlecht. Also. Ja, kann ich mir vorstellen. Wir sehen gleich. Einmal extra Wurst. Ich habe so einen coolen Alles-Schneider gekauft, also man das sehen kann. Steht da neben der Kaffeemaschine. Und deswegen habe ich diese Wurst gekauft. Wobei die Kinder essen die auch so, wenn ich die in Würfel schneide. Aber ich habe mir gedacht, ich schneide denen so. Und eine Streichwurst hat der Papa auch mitgenommen. Also Leberwurst. So, haben wir noch viel? Ja, dann haben wir Kaschar Penir. Kaschkaval hat der Papa gekauft. Das ist Käse. Das ist so ein Käseblock und der schmeckt wie in Rumänien. Haben wir schon öfter mal gezeigt, oder? Wir waren ja schon öfter mal beim Lidl. Ja. Haben wir den schon mal aber gezeigt. Aber wer das noch nie probiert hat, ist wirklich empfehlenswert. Probiert das auch. Ja. Also ich glaube, ne, man muss schon gerne Käse essen, oder? Ich weiß gar nicht, was der kostet. Nicht so teuer, ich glaube 2,50. Und das ist auf jeden Fall nicht so ein intensiver Käse, ja, wo man sagt... Es nähert sich am Geschmack so an Gouda. Zwischen Gouda und Emmentaler. Easy, ja. Aber wirklich echt. Ein sehr milchiger Geschmack. Ja. Ich habe dann diverse Aufstriche auch gekauft für die Lunchboxen. Einmal hier Lip Tower, scharf. Dann habe ich hier diese Tomate Kalamata. Auch scharf. Habe ich das so gesagt? Nein, aber ich sag. Frischkäse zu, also Frischkäse mit Tomatengeschmack. Dann habe ich mir Bio-Tofu gekauft mit Paprika. Also, man sieht es nicht so, als ob es überblendet ist. So, sieht man, glaube ich, oder? Ja. Ja, also Bio-Tofu mit Paprika. Nicht scharf, aber wir haben Paprika-Geschmack. Papa schmeckt Tofu. Ich finde Tofu nicht so Tofu. Lecker. Backhefe habe ich auch mitgenommen. Also so ein Hefewürfel. Ja, kann man sich denken. Ja? Zum Brotbacken, dies, das auf jeden Fall. Pizzateig. Ja. Ah, Frischkäse, aber das fehlt noch eins. Eigentlich habe ich mehr gekauft. Also ich habe diesen Frischkäse. Das ist so der eigene Marke, ist die Eigenmarke von Lidl. Ich mache ja den, habe ich gesagt, den. Das ist ein Käsekuchen und dafür braucht man Frischkäse und Topfen und Oreo-Kekse. Und da habe ich auch diese vom Lidl natürlich genommen, die Neos. Neo-Kekschen. Ja, die schmecken eigentlich sehr, sehr ähnlich, aber... Die schmeckt eigentlich auch gar keinen Unterschied. Gleich eigentlich, man erkennt ja gar keinen Unterschied. Und wenn ich mitfilmen soll, wenn ich den Käsekuchen mache, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare, dann kann ich es vielleicht abfilmen, mal schauen, wir werden es sehen. Der Kuchen schmeckt definitiv sehr lecker und schmeckt sehr gut. Ist nicht so aufwendig. Röstzwiebel, ich habe beim Lidl Röstzwiebel gefunden, das kenne ich normalerweise nur von Ikea, also von der Hotdog-Abteilung, wo es dann so Röstzwiebel gibt und Gürkchen und ja, die ganzen Soßen, Ketchup, dies, das. Und da habe ich jetzt das mitgenommen, ich überlege gerade, ob es im Ikea, das es seit Corona, glaube ich, gar nicht mehr gibt, oder? Nein, es gibt kein Buffet mehr, wo man sich selbst was reingibt. Ja. Ich habe so aus, wenn eine drauf pustet. Ja. Und Backpulver und Vanillezucker habe ich auch gekauft. Das brauche ich immer zu Hause und das muss ich halt immer auf Vorrat sorgen. Ja. Ich glaube, das Backpulver ist gerade bei mir leer gegangen, deswegen musste ich das kaufen. Und für die Mädels habe ich so süße Kekse gekauft. Mini-Cookies, das sind so ganz kleine, das sind so kleine Kekschen. Und die packe ich dann so in die Lunchboxen mit rein. Ich weiß, viele schreiben, oh, wir dürfen gar nichts Süßes einpacken. Bei uns ist es so, dass es nur gesagt wird, man soll jetzt wirklich keine Schokolade oder extrem süßes Brot mitgeben, also kein Nutella-Brot oder so, aber so ein, zwei Keks sagte niemand was. Und ja, die Lehrer sagen auch nichts, wenn jemand wirklich was ganz Süßes mitnimmt. Das wird immer nur empfohlen, nicht extrem Süßes mitzunehmen. Dann habe ich was richtig Cooles gefunden beim Lidl. Und zwar von Müller. Doppeldecker. Das ist der Doppeldecker-Bus, kennst du, oder? Das ist der zweietagige Bus, der ist der Doppeldecker. Auf jeden Fall ist das Himbeer und Vanille und ich mag solche... Ein Pudding, oder? Ja, genau, so ein Pudding und da drin ist so eine Himbeer. Wahrscheinlich kann man sich den so servieren oder den so löffeln. Ich weiß ja, vom Foto ist das so, dass man es so löffelt. Man kann es machen, wie man will. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, yummy. Schön, ja. Für die Lunchboxes der Kinder habe ich auch das mitgenommen. Aber eher was für die Großen. Das sind so... Das ist ein Nussmix, das sind so 5 Stücke, die kann man so abreißen und dann den Kindern so mitgeben. Cranberry Nuss, das ist so, Nüsse sind ein gutes, ja, wie sagt man, Protein oder ein Eiweiß, weiß ich gar nicht. Ja, Nahrungsstoffen. Nahrungsstoffe, weiß ich gar nicht, ja. Energie. Also gibt auf jeden Fall Energie, macht satt und übersättigt nicht, auf jeden Fall ein gesunder Snack für die Kinder. Habe ich schon öfters mit dir in der Party, isst das gerne und ja, die Michelle snackt auch gerne. Ich hasse Malteser, wieso hast du das gekauft? Ich liebe Maltesers, die Luisa und so, ich liebe alle Malteser. Das ist so komisch im Mund. Das schmeckt so gut. Das ist so schaumig irgendwie, aber nicht so schaumig, sondern irgendwie so gut. Na, ich
doch. Das ist, wer schmeckt euch mal dieses? Komm schon. Das ist doch das Yummy überhaupt. Und Schokobons. Da kann man nicht viel falsch machen. Schokobons schmeckt dann, oder? Ja. Beim Hofer gibt es ja mittlerweile auch schon Schokobons und so Kinder Bueno und so. Aber beim Lidl gibt es, finde ich, noch mal mehr als, oder? An ja. Süßigkeiten, an Marken. Ja, vom Markenartikel oder so. Genau. Das, ja, genau, was früher nie gegeben hat, ne? Ja, aber beim Lidl schon immer. Kinder Country essen wir total gerne. Also ich und die Michelle. Schon abgekühlt im Kühlschrank? Nein, ich mag es eher warm. Schokolade muss weich sein. Na, das ist. Aber das trennen sich bei uns die Geschmäcker. Papa und Michelle wollen die Schokolade immer im Kühlschrank haben und der Patrick auch. Genau. Aber ich und die kleinen Mädels haben es gern weich. Ja, und Milka-Schokolade für den Papa. Der mag das total gerne. Da sind so Oreo-Kekse drinnen. In ja, also nicht zermatscht, sondern den Oreo-Kekse so ein kleiner Keks. Oben drauf, ja. Nein, innen drin. Also innen drin. Mitten drin, ja. Und um und um ist die Schokolade. Schaut dann so aus, aber kennt man wahrscheinlich schon. Das ist ein Mini-Keks umrandt von Schokolade. Umhüllt von Schoki. Und für die Kinder, für die Michelle mehr oder weniger. Die Michelle mag das total gerne. Und für mich, Punschkrapfen. Da ist halt ein bisschen viel Alkohol drin, mit 67% alkoholhaltiger Füllung. Aber ja, für die Michelle ist das okay, wenn die da so ein Würfel ist. Für die Lunchboxen habe ich auch so Brezel mitgenommen. Ich mag das so gerne, wenn ich den Kindern so ein Brot mitgebe, irgendwas Fruchtiges und dann irgendwas zum Knuspern. Und dann habe ich den Kindern auch so Pombeeren für zu Hause gekauft. Also der essen das total gerne. Pombeeren beim Fernseher machen, mal mit dem Fernsehen oder ein bisschen was zocken. So, und jetzt das Letzte, oder ist das Letzte? Jawohl. Ein Kopf weiß. Ein Volleyball. Ja, dann. Ui. Das ist ja schwer, gell? Ja. Auf jeden Fall haben wir einen Krautkopf mitgenommen, Weißkraut. Ja. Zum Kochen, dies, das. Genau. Kann man auch Salat kann man daraus machen mit Essig, Salz und Öl. Ja. Wunderbar. Aber was mir noch besser schmeckt, ist der rote Kraut. Ja. Also das rote Krautsalat. Hat eigentlich auch mehr Vitamine, den rote Kraut. Interessant. Ja, das weiß ich. Ich habe es gegoogelt. Google ist dein Freund. Ja, das war's jetzt eigentlich, oder? Das war nicht so unser Rieseneinkauf. Oh Gott, wir labern schon mega lang. Schau mal, wie viele Minuten wir schon drehen. Das war ein riesengroßer Einkauf, deswegen. Ja, wir haben jetzt fast 300 Euro ausgegeben. Wir waren aber diesmal nur in einem Supermarkt, also beim Lidl. Ist alles nur beim Lidl ausgegeben. Normalerweise wechseln wir uns ab. Also wir gehen zum Hofer und dann zum Billa, also ursprünglich Merkur. Ja, aber war mir voll cool, mal heute was anderes zu sehen. Ist ja auch nur in einen Platz zu kommen, das war cool. Auch in Spanien, muss man sagen. Stimmt, ja, war cool. Auch so, ja, war toll. Also, wir werden sicher bestimmt mal wieder zum Lidl gehen, weil das Sortiment richtig gut gewachsen ist und viele Bioprodukte, viele regionale Produkte, war ja beim Lidl nicht so wirklich. Und deswegen waren wir beim Hofer immer gerne, aber jetzt Lidl hat auch tolle Sachen. Und was wir auch immer sonst gerne machen, ist so durch diese Sachen zu schmökern. Also durch die Klamotten, Spielzeug. Ja. Aber da hatten wir heute leider nicht so viel Zeit. Sonst hätten wir wahrscheinlich noch mehr ausgegeben. Gott sei Dank haben wir keine Zeit gehabt. Schade. Ja, das war's, meine Lieben. Ich hoffe, der Food Hall hat euch gefallen. Und ja, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr in der Woche zum Essen ausgibt. Würde uns interessieren. Es ist immer so spannend zu lesen, was andere. Genau. Schreibt aber natürlich dazu, wie viele Familienmitglieder im Haushalt leben. Weil, ja. Auch Tiere, wenn dabei sind. Genau, auch Tiere, wenn dabei sind. Und ja, das war unser Food Hall. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.